Lillehammer, meine Damen und Herren, waren zweifelsohne der sportliche Höhepunkt des Jahres 1994. Bei traumhaften Wetterbedingungen gingen 15 Tage lang traumhafte Bilder um die Welt. Und nicht nur die Leistungen der Athleten, sondern vor allem der fröhliche Geist, der in und um Lillehammer herrschte, brachten dieser Veranstaltung das Prädikat schönste Winterspiele aller Zeiten ein. Der Rückblick auf die Olympischen Winterspiele in der ARD, präsentiert von OBI und Telekom. Go to the land with the heaven aglow. Go to the home of the charm and the snow. Lead your dream by the hand. You know you can win. Go for the goal that you carry within. Go where wishes come true. I'll go with you. Climb the mountains. Show me your heaven. Lend me your hand. If I go astray, life is magic when we're together. Close to you. Super gut. Echt, war brutal bärig, echt. Super. It was excellent. Very, very much fun. Very much. Yes. Just some renewal. Fantastic. Okay. Molto bello, sì. Bellissimo. War saukalt, was, sag ich euch. Aber schön aufgezogen haben sie es in Norwegen. Ich meine, dafür sind sie ja bekannt. Ebenso wie für Minustemperaturen und ein Maximum an Schnee. Aber seien wir ehrlich, beides gehört zu Bilderbuchspielen. Und genau das waren sie, die Olympischen Winterspiele von Lillehammer. Aber welch Gegensatz! Da konnte einem warm ums Herz werden und doch kalt an den Füßen.
Ich finde mir so kalt und ich hoffe, dieses Interview schnell zu beenden, denn ich fühle mich wie eine Eiscreme. Da hilft nur die Nähe und Begeisterung. Für beides ist der Norweger bekannt. 100.000 säumten Pisten, vor allem Loipen, und verbreiteten begeisternde Nähe und internationales Flair. Hast du für viele Platz, darum bist du auch nicht für mich der richtige Schatz. Und zu diesem Bilderbuchspielen gehört auch die Bilderbuchkarriere von Markus Wassmeier. Markus Wassmeier, Alemann. Vor den goldenen Zeiten stand aber zunächst mit Platz 36 die Pleite in der Abfahrt. Am Kleid ganz anders geglaubt hatten an ihn nach dem Abfahrtsdebakel nur noch wenige. Aber das Stehaufmännchen Markus Wassmeier überraschte alle. Im Super-G mit Startnummer 4 eroberte er mit einer stürmischen Fahrt die Herzen aller. Und der Gefühlsmensch Markus spürte im Ziel schon wohl als einziger, wohin sein Weg führte, auf den Olymp. Die Norweger hofften auf Amod, aber der stand an diesem sonnigen Tag ebenso wie Marc Girardelli im Schatten des Glückskinds, das plötzlich von Zweifeln heimgesucht wurde. Verständlich, denn wann werden Träume schon wahr? Meist nur in einem Märchen. Die Zeit des Wartens war begleitet von den Gedanken an das Rennen, den ersten Analysen, der bohrenden Frage, reicht es vielleicht? Sein Lauf war ein verwegener Ritt, wie in Bormio 1985, wo seine Karriere mit dem Weltmeistertitel im Riesenslalom begann. Misstrauisch stimmte ihn wohl sein zeitraubender Fehler kurz nach der Zielhangeinfahrt. Ich weiß auch nicht. Einfach flach ein bisschen reingefahren. Und halt wie gesagt, dass der Hang weggehört hängt. Und habe ich ein Schwein gehabt, dass es mich nicht geschmissen hat. Aber seine Fans glaubten schon bald an das Wintermärchen in Lillehammer. Das bringt Unglück! Ja? Markus! Der Vater brach das Eis. Halt, geh hin, Mann. Wo ist Mama? Und das Wintermärchen wurde wahr. Verzeih, dass so viele an dir gezweifelt haben. I need
Seine Ehefrau Gitte führte ihn zu alter Stärke zurück. Geglaubt hat es der Vasi wohl erst, als er die Platzierung im Riesenslalom auf der Ergebnistafel sah. Sein Traumlauf mit Originalkommentar von Gerd Rubenbauer. Jetzt aber schauen wir nach oben. Markus Wasmeier steht am Start. 700stel Vorsprung vor Jan Einar Thorsen hat der Markus als Drittplatzierter des ersten Durchgangs. Ich habe ihn technisch noch nie so Skifahren sehen im Riesenslalom wie in diesem ersten Durchgang. Und der zweite, der liegt ihm, sagte bei der Besichtigung, das ist pfiffig, da kracht so richtig, der gefällt mir. Super-G ähnlich in einigen Passagen. Bei der Zwischenzeit 800stel vor Jan Einar Thorsen. Also eine Hundertstel hat er noch mit draufpacken können, sofern man da überhaupt von draufpacken sprechen kann. Im Mittelabschnitt. Gelände, mit dem man spielen muss, Übergänge, die interessant, originell sind, das liebt Markus Wasmeier. Aber es war ja ohnehin schon eine sensationelle Fahrt im ersten Durchgang. Auch die zweite ist gut. In diesem Mittelabschnitt darf er nichts verschlafen. Keine einzige Passage. Muss überall fighten und kämpfen. Tut er auch. Macht er bisher gut. Kleiner Schnapper, Einschi in der Luft. Typische Fahrweise von Markus Wasmeier, vor allem in früheren Jahren mit Umsteigen dieses Problem gelöst. Aber ansonsten jetzt wieder beidbeinig gefahren und kommt jetzt zur nächsten Zwischenzeit. Was sagt die? Wasmeier liegt vorne. 59 Sekunden hat er Vorsprung auf Thorsen. Ja, sensationelles Rennen von Wasmeier. Frühes Andrehen bei dem Linksschwung hat er gut gemacht. Kleines Flachstück, das er auch gut bewältigt hat. Dann rutscht er leicht aus. Mein Gott, immer in Zielnähe. Sorgt dafür Herzstillstand bei uns. Genauso wie er das im Super-G gemacht hat. In den letzten Toren hat er jetzt wieder hervorragend gemeistert. Ist in den letzten drei Toren für eine Bombenzeit von Wasmeier. Aber der Fehler, was hat der Fehler gemacht? Nichts. Er hat noch 25 Hundertstel retten können von dem Vorsprung, den er bei der Zwischenzeit hatte. Und damit ist Markus Wasmeier Erster in diesem olympischen Riesenslalom und hat in jedem Falle eine Medaille gewonnen. Die letzten 8 Tore für den Österreicher Christian Mayer. Unten steht Markus Wasmeier, schaut locker nach oben. Weiter Satz, mein Gott, war der weit in der Luft. Mayer hat aber korrigieren können. Und Mayer schafft es nicht. Markus Wasmeier, er triumphiert und jubelt schon unten. Streckt die Arme und die Skier nach oben. Sensationell. Christian Mayer fällt zurück auf den dritten Rang. Wasmeier vor Kählin und Mayer. Das ist die Reihenfolge. Ich habe eigentlich im zweiten Lauf gewusst, dass ich die Chance habe, auf Stockholz zu fahren, weil ich eben nach der Besichtigung gesehen habe, dass der Lauf mir sehr entgegenkommt. Er ist ein bisschen flotter wie der erste. Und habe eher das, sagen wir mal, das komische Gefühl gehabt in der Früh, dass ich eigentlich nicht so zurechtgekommen bin mit Einfahren. Und habe mir gedacht, ja gut, das mache ich einen normalen Lauf. Und dann auf dem zweiten habe ich gewusst, ich muss alles packen, was ich also kann. Und habe alles riskiert und es ist glücklicherweise ausgegangen. Ich habe gewusst, wenn ich die Olympiade verlasse, ohne dass ich in Riesenslalom was schaffe, ist deswegen kein Aufheben oder beziehungsweise ist mir keiner BS. Und ich mir selber auch nicht BS, weil ich habe ja das Ziel geschafft, das was ich wollte. Und Gold, das ist einfach das Höchste, was man schaffen kann. Und das ist natürlich jetzt noch ein zweites Gold, wo ich, hätte ich einen Traum, in Künstenträumen eigentlich nie dran denkt. Gegensätze. Katja Seitzinger war die klare Favoritin in der Abfahrt. Der Druck entsprechend groß, vor allem nach dem Ausscheiden im Super-G. Denn sie war auf Gold programmiert. Super!
geht's. Unsere Top-Favoritin Katja Salzinger ist gestartet. In tiefer Hocke auf die erste Kante hin. Leichter Sprung, 5-6 Meter. Der rechte Stock schleift Momente auf dem Schnee. Dann holt sie beide Stöcke heran. Tiefe Hockposition. Typische Fahrweise, relativ schmal fahren. Gesäß weit hinten. Sie kämpft schon in den ersten Passagen um eine gute Zeit nach diesem flachen Gleitstück im oberen Streckenabschnitt. Und tatsächlich, die Eindrücke haben nicht getäuscht. 800 war sie schneller als die Supergleiterin Kate Pace. Traumhaft gesprungen beim Russi-Sprung. Kompakter kann man diesen Sprung nicht mehr absolvieren. Jetzt Anfahrt zum Schrägsprung, den sie gestern versaute. Versuchte sie mit dem Oberkörper förmlich nach innen zu drehen. Hat sie besser gefahren als gestern. Katja Salzinger, bisher ein hervorragender Lauf. Jetzt aber kommen die Klippen, kleine Welle. Leicht aufgerichtet, Anfahrt zum Valdez. Ganz locker ist sie geblieben. Ausfahrt aus dem Valdez. Mit viel Zug dreht die linke Außenschulter leicht nach vorne. In tiefster Hockposition, 2-3 Wellen ausgeglichen. Husch durch das nächste Flachstück. Toller Lauf bisher von Katja Salzinger. Bei der nächsten Zwischenzeit 1,2 Sekunden, liegt sie vorne. Unglaublich, langer Linksschwung. Gestern ihre Spezialität, auch heute gut gefahren. Dann Anfahrt, Rechtsschwung zur letzten Kante. Ein Traumlauf von Katja Salzinger, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. An der letzten Kante, viel, viel schneller als gestern. Toll in Hockposition geblieben und jetzt muss das Brett noch laufen in den letzten Toren. Hoffentlich hat sie einen guten, schnellen Ski, schneller als gestern. Leicht die linke Skispitze in der Höhe, sofort korrigiert, breitere Hocke als im Training. Und eine fantastische Zeit für Katja Salzinger. 1,24 Sekunden distanziert sie Kate Pace. Und im Gesicht ist natürlich bei der Startnummer 3, obwohl die Fans Ski aus dem Häuschen sind unten. Der komplette Fanclub inklusive Eltern steht ja da unten. Obwohl die aus dem Häuschen sind, bei ihr durch den Helm, durch das Visier kaum eine Regung nach drei Läuferinnen zu erkennen. Katja Salzinger fand das Goldstück, das sie immer an das Wintermärchen in Lillehammer erinnern wird. Ihr Glanz beeindruckte auch die fairen Konkurrentinnen. Ich finde, Katja ist eine unglaubliche Skifahrerin. Sie ist so gut, sie ist erstaunlich. Sie hat es verdient. Hoffentlich kann ich eines Tages ebenso gut Skifahren wie sie. Ich freue mich für sie. Sie hat es verdient. Traum geht in Erfüllung, ne? Die Rollen waren klar verteilt. Nancy Kerrigan, die Schöne. Von allen Geliebte. Tonya Harding, die Hexe, verstrickt in kriminelle Machenschaften. Das Eisenstangenattentat ihres Ehemanns Jeff Gillooly räumte die unliebsame Konkurrentin zwar nicht beiseite, hiefte den olympischen Vergleich der beiden aber in den Rang eines epochalen Medienereignisses. Beginnen mit dem ersten Schritt auf norwegischem Boden. I'm very excited to be here and I'm very excited to have the opportunity to compete in the Olympic Games once more. Tonya Harding bei der Ankunft präpariert, das Statement ausformuliert. Immerhin ein Satz, wenn auch nicht sehr bedeutungsschwanger. Die, die bei Hardings Akkreditierung lauerten, hatten es schon schwerer gegen die aufgebotenen Sicherheitskräfte. Doch was hilft's dem erfinderischsten Pressefritzen, wenn der Auftritt allzu kurz gerät? Und weg war sie. Wer zu Nancy Kerrigan geschickt wurde, hatte es leichter. Im Saal war es warm. Statt Versteckspiel eine selbstbewusste Inszenierung. Auch ohne Schlittschuhe. Kerrigans neuer olympischer Medienrekord. Dank dem immer noch geschwollenen Knie. Wie würde sie der Konkurrentin gegenübertreten? Sie wusste es nicht und es ging ihr wohl auch nur die beiden etwas an und sonst niemanden. Personal and between the two of us, not you guys.
Also warten aufs Training. Beide mussten auf eine Eisfläche. Begegnung fast zwingend. Und tatsächlich. Klick, der bildtechnische Höhepunkt der Spiele, war im Kasten. Die deutschen Teilnehmerinnen wussten sich auch vorher in Szene zu setzen, mit unterschiedlichen Mitteln. Tanja Sewtschenko mit entsprechendem Vorlauf in den entsprechenden Illustrierten übernahm den modisch-jugendlichen Part. Vor Ort hatte sie es eher ruhiger. Denn da war ja auch noch Katharina Witt, die es noch einmal wissen wollte. Die Rückkehr aufs Eis als dynamischer Robin Hood im Technikprogramm. Ich habe eigentlich versucht, nur noch das Programm zu genießen. Und ich stand kurz vor meinem Programm da und habe gedacht, weißt du, Katharina, das ist das, wofür du dieses ganze Jahr so hart gearbeitet hast. Jetzt geh da raus, versuch dein Bestes, was immer passiert, passiert, aber genieße es. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und es war auch echt ein duftes Publikum. Die Deutschen Sewtschenko und Witt auf den Rängen 5 und 6. An die Spitze lief sie, Nancy Kerrigan. Millionen Amerikaner zitterten vor den Fernsehgeräten um ihren Liebling. 6.000 in Hamar zeigten ähnliche Begeisterung. Blumenregen für die schöne Prinzessin Nancy. Nur Rang 10 nach verkorkstem Programm für Aschenputtel Tonja. Interview. Nicht mit der Trainerin abgesprochen. Noch ein Versuch. Was war mit dem Dreifach-Lutz? Tonja, what happened on your triple Lutz? Can be very quickly. Nothing, do this. It was fine, thank you. Zur Erinnerung, sie landete ihn auf beiden Beinen und war damit vor der Kür bereits ohne Chance auf eine Medaille. Doch es passierte noch mehr, bis die Entscheidung fallen sollte. Abschlusstraining in Hamar für Katharina Witt und Tanja Sewtschenko. Letztes Aufwärmen und dann wieder alle Augen auf die Eisfläche gerichtet. Auf Harding, die Probleme mit ihrem Paradesprung, dem Dreifachachsel. Und auf Kerrigan. Als plötzlich Tanja Sewtschenko am Boden lag, zusammengeknallt mit Oksana Bajul, plötzlich war es keine amerikanische Seifenoper mehr. Die Deutsche unter Schockwirkung. Aber auch Bajul musste ärztlich behandelt werden. Ende des Trainings mit Schrecken und einer Naht an Bajuls Bein. Aber? Und wie mein Trainer immer so schön sagt, nur die Harten kommen in den Garten. Andern tags das Showdown on Ice. Die Kür
Tonja Hardings Zeit lief bereits 1,5 Minuten, als sie, offenbar mit Schlittschuhproblemen, endlich aufs Eis fuhr. Das Drehbuch, eine erneute Härteprüfung für sie und ihre Trainerinnen vorsah. Zum ersten Sprung. Und sie reißt ihn auf. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Harding auf dem Weg zur Oberschiedsrichterin. Die Öse am Schlittschuh gerissen, die zwar zu beweisen war, also ein neuer Start für die völlig entnervte Amerikanerin. Aber mehr als Rang 8 war nicht mehr drin. Sie schien auf Gold zuzusteuern. Nancy Kerrigan. Regnete es Blumen. Und das Drehbuch hatte doch hoffentlich den Sieg des Guten vorgesehen. Ich bin sehr stolz auf mich, habe unglaublich hart gearbeitet seit letztem Jahr, besonders seit ich in den letzten Wochen wieder trainieren konnte. Hatte Angst, dass ich nicht mehr in Form sein könnte und schaffte nun mein Programm. Unglaublich. Doch dann kam Oksana Bajul, die 16-jährige Prima Ballerina des Staatstheaters von Odessa. Viktor Petrenko und das ukrainische Team schien es zu ahnen. Sie noch nicht, dass dies die Goldkür war. Nichts für schwache Nerven, diese olympische Kür der Damen. Die für die beiden Deutschen durchaus zufriedenstellend endete. Tanja Sewtschenko wurde Sechste. Übertraf die in sie gesetzten Erwartungen, absolvierte ihre ersten Olympischen Spiele mit gelungenen Sprüngen und jugendlicher Frische.
Der 16-jährigen deutschen Meisterin gehört die Zukunft. Auch wenn noch nicht alles klappte. Vergessen der Trainingsunfall mit Bajul, die eine gewann, die andere strauchelte nur einmal. Und heute Morgen konnte ich es eigentlich ganz gut von mir abschütteln. Wo ich nämlich im Bus gewesen bin, bin ich der Oksana begegnet. Wir haben es einfach nur in den Arm genommen und einen Kuss auf die Wange gegeben. Und das war eigentlich das Schönste für mich, dass keiner einem böse war. Und das war einfach schön. Und Katharina Witt setzte zum Schluss noch ein Zeichen. Zur Erinnerung an Sarajevo, der Stätte ihrer ersten Goldmedaille. Mit Marlene Dietrichs Antikriegslied Sag mir, wo die Blumen sind, untermalt mit Kriegsgeräuschen, um so auf die Lage in der bosnischen Hauptstadt hinzuweisen. Die Botschaft der Chemnitzerin, die sicher wichtiger war als das Hollywood-Spektakel, verstand das Publikum. Ich bin noch nicht zurückgekommen wegen irgendwelchen Wertungen. Ich wollte es einfach nochmal für mich wissen und wollte ein Programm bringen über den Frieden. Ich wollte einfach hier ein Statement geben und auch dieses Publikum nutzen oder diese Publicity von den Olympischen Spielen und einfach sagen, seht, wir haben hier nur eine Welt und ich möchte, dass sie friedlich ist. Deswegen habe ich dieses Programm ausgewählt, in Erinnerung an Sergej. Jetzt wird es aber höchste Zeit, einem der Merkmale dieser Spiele auf den Grund zu gehen. Nämlich der scheinbar grenzenlosen norwegischen Olympia-Begeisterung. Privatautos sind aus dem Verkehr gezogen, das stört den fahnentragenden, rucksackbepackten Norweger nicht. Auch nicht die Schlangen an der Bushaltestelle. Denn organisatorisch ist einfach alles geregelt. Und so kann sich unsere Familie, Oma, Opa und die Enkel vorbei an den Vorstart-Attraktivitäten schieben. Und schon sind sie drin im Langlaufstadion. Und um die Erkenntnisreiche eine Stunde vor Rennbeginn bringt wenig gute Sichtplätze. 10.30 Uhr, es geht los. Und wie Sie sehen, sehen Sie wirklich nichts von der Langlaufstaffel der Damen. Aber natürlich jede Menge Atmosphäre, nur 500 Meter weg vom Start und Ziel. Dann die erste Aufregung. Norwegen liegt vorne. Und wo sind sie? Da vorne sind sie. Wunderbar. Nur leider sind es die Vorläufer. Kaum 10 Minuten später wirklich die ersten Damen mit Startnummern und die Norwegerinnen kommen mittlerweile als Dritte an und dann kommt lange, lange wieder nichts. Aber der Norweger, der kann warten. Eine schlappe Viertelstunde später führen die Landsfrauen tatsächlich vor den Russinnen.
Der Norweger ist in aller Bescheidenheit erste Plätze gewöhnt und kümmert sich sympathisch besorgt um die, die dahinter laufen. Nur dann läuft sportlich wieder wenig. Allein die Stimme im Radio lässt weiter hoffen. Dann wieder Gewissheit. 3x4 Sekunden heißen Sport. Die Plätze 1, 2 und 3. Und dann, ja und dann, ein heißes Getränk. Stärkung mit Stiel, versteht sich. Die Entscheidung, Runde 4, doch die Russinnen als Erste. Aber wie sagen sie stolz, die Nordmänner und Frauen, die Silbermedaille war wie Gold. Und nun wälzen sich 100.000 wieder Gental und wir den Gedanken, warum ist der Norweger eigentlich ständig und in aller Ruhe? Busfahren am Ende ist übrigens verpönt, auch wenn der Rückweg länger dauert als die Veranstaltung selbst. Ja, ja, so schmeckt dem Norweger Olympia sein Olympia. Und Appetit hat er wirklich ständig, wie früher die alten Römer halt, Lust auf Brot und Spiele. Nur viel weniger brutal, meistens. Einem Steinbruch folgten viele Jubelausbrüche mit einer Premiere. Den ersten olympischen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen aus Stein, aus Graustein genauer. Steinig war der Weg der Olympiasieger, vor allem aber der der Medaillen, mit 600 Millionen Jahren die ältesten Olympiateilnehmer. Es war ein nationales Projekt, der Herstellungsweg, er führte in einzelnen Arbeitsschritten durchs ganze Land. Die Norweger ließen keine Gelegenheit aus, schon im Vorfeld Olympia zur nationalen Sache zu erklären. Vielleicht eine Erklärung für das Olympia-Fieber während der 16 Tage, wobei die Fieberkurve natürlich mit jedem Erfolg weiter stieg. Mit modernster Technik wurde das ausgedrückt, was der Norweger am meisten liebt, und das ist nun mal die Natur. Das Konzept, schweißtreibend, sportlich, einfach. Zurück zu den Anfängen von schneller, höher, weiter. Zurück zu den Anfängen olympischen Gedankenguts. So hat sich das Alte mit dem Neuen zu gemeinsamem Glanze verbunden. Am meisten glänzte der dreifache Goldmedaillengewinner Johann Olaf Koss. Der Eisschnellläufer war der absolute Straßenfeger. Zudem verwandelte der Hammer von Hamar das Eisoval dort zur Hochburg nationalen Glücksgefühls. Denn er siegte nicht nur dreimal, sondern er siegte jeweils mit Weltrekord. Warum fragen Sie? Koss natürlich. Er war der ungekrönte König dieser Tage. Die gekrönten Häupter Norges, Königin Sonja, König Harald, repräsentierten auch ihre sportliche Vorbildfunktion. Der König dreimal Olympiateilnehmer, einmal Weltmeister im Segeln. Die Königin, die bürgerliche Schulfreundin Haralds mit dem landesüblichen Ski- und Schneebezug. Fehlt eigentlich nur noch der Humor. Den demonstrierte Lilli Hammer, denn so sprach IOC-Präsident Samaranch Lille Hammer aus. Lilli Hammer organisierte daraufhin ihre eigenen Spiele, die einmal mehr bewiesen haben, dass der wirkliche Norweger mit Skiern unter den Füßen lebt und liebt. Thank you.
Der märchenhafte Biathlon-Erfolg mit vielen Höhen und manchen Untiefen erzählt sich am besten bei den Staffeln. Sonnige Welt, wonnige Welt, hast uns für immer zusammengestellt. Liebe vergeht, Liebe verweht, Freundschaft alleine besteht. Ja, man vergisst, den man vergisst, weil auch die Treue längst unmodern ist. Ja, man verliest, manchmal doch, wir aber halten zusammen. Ich habe eigentlich schon jetzt beim Schießen oft dran gedacht, was wäre jetzt, wenn Olympia wäre. Und habe eigentlich schon versucht, im Voraus schon ein bisschen mit dem Druck fertig zu werden, weil ich meine, Druck macht sich jeder ein bisschen. Mit dem wurde aber Uschi Diesel glänzend fertig. Die Startläuferin des deutschen Quartetts mit einem Anfangssolo der Sonderklasse. Antje Harvey musste mit Abstand am kürzesten warten auf ihren Wechsel. Da schimmerte die Staffelzukunft eindeutig golden. Hochgefühle bei den Diesels schon nach dem Einzellauf. Da verdrückte Vater Sepp die ersten Tränen ob der Bronzemedaille für Tochter Uschi. Die einzigen Einzelmedaille im Damenbereich übrigens. Treffer! Die zweite im Bunde, die Olympiasiegerin von 1992, Antje Harvey, vor und während der ganzen Saison mit gesundheitlichen Problemen auf den Punkt mit ihrer Topleistung. Unter den Augen der dritten Läuferin die zweitschnellste Zeit des Wettbewerbs. Die Damen der Goldmedaille viel näher, fast sicher, aber Gemach. Biathlon ist anders, wechselhafter, brutaler. Nicht nur Bundestrainer Müßiggang, fassungslos. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich kann es mir absolut nicht erklären und bin zutiefst betrübt. Simone Greiner-Pettermem traf von 16 Schuss gerade mal 4. Der Albtraum der Biathleten, der totale Blackout am Schießstand. 3 Strafrunden liegend, 3 Strafrunden stehend. Das warf die Deutschen aussichtslos zurück im Kampf um Gold. Es müssen Gedanken abgelaufen sein oder Dinge, die ich einfach nicht, ich kann sie nicht nachvollziehen, ich weiß es nicht. So war der Weg frei für die Russinnen zu ihrem Olympiasieg. Für die deutsche Schlussläuferin Petra Schaaf, mittlerweile verheiratete Behle, war der zweite Platz noch im Bereich des Möglichen, im direkten Duell mit der Französin Briand. Und stehen habe ich gedacht, entweder oder. Weil wenn sie vor mir rausgeht, ich bin nicht der Typ, der dann beißt. Ich hätte es also mit Sicherheit vorne weglaufen lassen. Und so hatte ich das Glück, sie hat es ein bisschen nervös machen lassen, ich drehe eine Runde. Und das war mein Glück zum Schluss, muss ich sagen. Und jetzt sind wir einfach glücklich, dass die ganze Veranstaltung hier wenigstens am letzten Tag für uns noch glücklich ausgeht. Die Damen also Silbermedaillengewinnerinnen wie 92. Die Herrenstaffel war Titelverteidiger. Und Startmann Rico Groß begann auch in der Goldtradition. Als erster vom Schießstand weg, als allererster beim Wechsel auf Frank Luck. Ja, der letzte Schuss, der kam halt ein bisschen überhitzt, da war man einfach in der Euphorie drin. Ist vielleicht irgendwie verständlich. Nervenstärkerer Typ hätte den garantiert nach reingewackelt. Ich habe halt nochmal nachgelacht. Sauer war der Ruperlinger Tage zuvor, dass er im Einzel nicht eingesetzt wurde. Mit untypischem Understatement kommentierte er seine Leistung im Sprint. Sagen wir mal so, zwischen 5 und 10 wird schon reichen. Glücklich konnte er dann über die Silbermedaille sein. Die Medaille, die Frank Luck im Einzel gewonnen hatte. Da sah nicht nur Bundestrainer Norbert Bayer ein Familienfinish der besonderen Art. Ich dachte, es wird schwer, überhaupt eine Medaille zu erreichen. Auf der Strecke war es dann plötzlich, war ich dann schon Dritter und es war knapp zum Zweiten. Da habe ich erst gesehen, was möglich war und habe mich dann natürlich dann nochmal sowas beflügelt daneben. Und Sven Fischer konnte trotzdem lächeln, trotzdem sich Frank Luck einen Platz vor ihn geschoben hatte. Silber für Luck, den Schwager, Bronze für Fischer. Auch gerade, weil es der Frank ist. Ich sag mal so, bleibt eine Familie. Frank Luck hatte die Gnade der späten Startnummer, wusste genau, welche Zeit er zu schlagen hatte, gehörte doch auch selbst zu den Geschlagenen. Denn 3,4 Sekunden fehlten ihm zum Olympiasieg. Den peilte die Staffel auch nach dem Wechsel von Luck zu Marc Kirchner mit immer größerem Vorsprung an. Ja, ich meine, wenn die anderen natürlich sowas vorlegen, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als nachzuziehen. Sonst wäre ich ja der Arsch. Der beste Biathlet der letzten Jahre übergab an Schlussläufer Sven Fischer. Wie ein perfekt geschmiertes Zahnrad in ein anderes, so schossen und liefen die vier Deutschen einen im Prinzip perfekten Wettkampf bei ihrem Startziel Olympiasieg. Die Konkurrenten legten sich derweil selbst aufs Kreuz. Trotzdem gab es noch Probleme. Ich habe hier mega vorher die Fahne gesucht und habe gedacht, Mensch, jetzt musst du doch mit Fahne reinlaufen, weil der Fritz hat das auch so schön gepackt.
Dann habe ich nach einer Fahne gesucht und habe irgendeinen hat er rausgepickt, der mir dann die Fahne rausgeschmissen hat. Dann bin ich in der Fahne rein. Aber die hält stark. Das war echt super. Heute der größte Tag für dich? Ja. Das kann man sagen, das ist der größte Tag. Gerade bei den Olympischen Spielen, so ein Erfolg. Ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den's gibt. Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist auch der größte Schatz, den's gibt. Für ein kleines Eishockeywunder sorgte die deutsche Nationalmannschaft. Zum ersten Mal bei Olympia wurde Russland bezwungen. Ein historischer Sieg, den im Vorfeld wohl niemand für möglich gehalten hätte. Ja, für mich ist es Wahnsinn. Es ist nach wie vor, jetzt im Turnier ist es einfach ein Spiel wie jedes andere. Aber ich glaube, wenn ich irgendwann nochmal zurückblicke, dann ist es für mich unglaublich, also gegen die Russen gewonnen zu haben. Es ist immer noch das Größte, was es gibt. Doch. Das 4:2, es wird in die Annalen des deutschen Eishockey eingehen. Tore, eine schöner als das andere. Nach den Erfolgen über Österreich, Gastgeber Norwegen und dem Triumph über Russland, sowie den Niederlagen gegen die Tschechische Republik und Finnland, qualifizierte sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft für das Viertelfinale. Da staunte sogar Russlands Trainerlegende Viktor Tichonow. Der Sieg über Russland wird wohl allen Eishockey-Fans lange im Gedächtnis bleiben. Die Mannschaft spielte am Limit, nicht über dem Limit. Und es war sicher keine Eintagsfliege. Jeder arbeitet hart, alle vier Sturmreihen und alle drei Verteidigungspaare gehen volle Pulle und arbeiten für die Mannschaft, stellen sich in den Dienst der Mannschaft. Und man kann nur den Jungs zu dieser Einstellung gratulieren. Und dementsprechend groß war das Selbstbewusstsein vor dem Spiel gegen Schweden. Bisschen heiß, ja. Sehr heiß. Aber gleich zu Beginn dieses Viertelfinalspiels verletzte sich der Kapitän Uli Hiemer schwer und musste ausscheiden. Von diesem Schock erholte sich die Mannschaft des damaligen Bundestrainers Ludek Bukac nicht mehr. Zumal auch noch Mirko Lüdemann nach Crosscheck von Jülin verletzungsbedingt vom Eis musste. Es war ein trauriges Bild. Der Kapitän musste sein Team alleine lassen. Mit fünf Verteidigern so ein Spiel durchzuspielen, ist sehr, sehr schwer. Und da müssen die Stürmer natürlich hinten aushelfen in der Defensivarbeit. Und dann fehlt der nötige Druck dann natürlich vorne, weil die Kraft einfach nicht da ist. Gegensätze, die nüchterne Analyse und der Freudentaumel der Schweden. Die Kraft der deutschen Mannschaft reichte nur bis Mitte des zweiten Drittels. Danach waren die Reserven ausgeschöpft. Die fast logische Folge, die Treffer für Schweden. Im Tor stand Helmut de Raaf. Seine Kollegen Beppi Heiß und Klaus Merck, gleichwertige Alternativen, mussten zusehen. Wir haben keine, welche Nummer 1 oder Nummer 2 oder Nummer 3 ist. Die alle hat bis jetzt super Arbeit getan für uns. Die Torhüterfrage war nicht spielentscheidend. Ausschlaggebend war die mangelnde Torchancenverwertung. Das deutsche Team fiel nach vielversprechendem Auftakt aufs Eis und wurde am Ende nur Siebter. Und so jubelten die Schweden. Jetzt steht die olympische Goldmedaille auf dem Programm nach dem Gewinn des Stanley Cups, der Weltmeisterschaft, des Europacups und der schwedischen Meisterschaft. Sie wollen also Gold. Ja, ich will das Gold. Das Finale hieß Schweden gegen Kanada und wurde zum Glücksspiel. 2:2 stand es nach der Verlängerung. Die Entscheidung brachte das Penaltyschießen.
Nach 6 Schützen jeder Mannschaft hieß es nach wie vor unentschieden. Peter Forsberg schürte mit seinem Treffer die schwedische Hoffnung auf das erste Eishockey-Gold bei Olympischen Spielen. Der kanadische Hoffnungsträger hieß Paul Kariya. Aber der 19-Jährige vergab die letzte Chance für Kanada. Torhüter Tomo Salo, Schwedens Held und seine Mannschaft, der Olympiasieger im Eishockey. Silber also für Kanada, Bronze gewann Finnland. Nur wer die ganzen Höhen und Tiefen meiner langen Karriere durchgemacht hat, wird Jens Weißflugs Gefühle wirklich verstehen. Beim Lillehammer Gold 10 Jahre nach seiner ersten olympischen Goldmedaille von Sarajevo. Der Floh vom Fichtelgebirge war über sich selbst hinausgewachsen. Wichtiger Weggefährte dabei der Bundestrainer Reinhard Hess. Wichtiger Konkurrent der Österreicher Andreas Goldberger, der beim Springen auf der Großschanze die erste Telemarke setzte mit 128,5 Metern. Aber der Wind kaum wahrnehmbar am Lüßgasbacken und doch wichtiger Gradmesser für die Möglichkeit zum weiten Satz. Und Jens Weißflug war nicht vom Glück begünstigt. Kein Aufwind nach dem Absprung und trotzdem mit 129,5 Metern ein Meter weiter als Goldberger vorher. Bedenken hatte schön, denn bei Goldberger und Nishikata war ein unwahrscheinliches Ding im Hang und da war es schon zweifelhaft, ob ich überhaupt auf so eine Weide kommen kann. Und dann Espen Bredesen, Norwegens Skisprungheros, der Mann ohne Nerven. Auf alle Fälle der Mann mit dem Wind und mit neuem Schanzenrekord. 135,5 Meter. Der Sprung war super. Die Luft war auch gut, aber ich glaube, ich kann 2 Meter weiterspringen. Aber ich musste an den Telemark denken. Über 10 Punkte Vorsprung für Bredesen. An was wird Jens Weißflug vor seinem zweiten Sprung wohl gedacht haben? Der Anlauf nicht verkürzt und ein gewaltiger Satz. 133 Meter. Damit war ihm die Silbermedaille schon sicher. Jens hat oben sofort sich gemeldet, auch Trainer, ich bin dafür, wir bleiben. Also wenn Luft bekommen wäre, da wäre ich runtergesprungen auf 140 jetzt. Das kann man verstehen. Ja, ja, der war so ein Biss gehabt, der wollte es wissen. Haltungsnoten einheitlich um die 19. 274,5 Punkte gesamt, das war ein hoher Maßstab. Respekt. Der letzte Mann in der Anlaufspur, Espen Bredesen. Nur diesmal war er vom Glück verlassen. Keine perfekten Windverhältnisse wie im ersten Durchgang und nur 122 Meter. Aber mit 19,5 und einmal 20 höhere Haltungsnoten. Bronzemedaillengewinner Goldberger mit Gespür für Gold und der Traum wurde wahr. Ja, also ich wusste nicht, ob ich dem Heulen oder dem Lachen nahe war. Und also Jens, ein paar Worte auch für die Gattin zu Hause. Normalerweise ist sie ja immer dabei. Ich weiß es noch von der Intersportspringer-Tournee. Ja, also viele Grüße, wie schon gesagt, an die Familie, an die Frau besonders. Und ich liebe dich. Super, Jens. Unbeschreiblich. Geweint hatte ich vorher schon. Und als das dann noch kam, also es war wirklich sehr rührend für mich. Oh Jens, die ersten Freudentränen kommen, ich glaube, meine Damen und Herren, in der Sekunde lassen wir einen Athleten auch mit seiner Freude ein bisschen allein. Jens, du musst dich dieser Tränen nicht schämen. Von uns nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, alle Fernsehzuschauer waren begeistert von deiner Leistung. Dankeschön. Ich habe nur gesagt, dass ich jetzt nicht mehr an Gott glaube, sondern an den Jens, weil der Hund fliegt ja nie noch. Im zweiten Durchgang, wie der das gemacht hat, das ist mir ein wenig ein Rätsel. Das war halt ein super Sprung. Ich meine, sowas zeichnet einen Routinier aus, dass der eigentlich nur zulegen kann, wenn es unbedingt sein muss. Und da ist er echt über sich rausgegangen. Zu sich gekommen ist er ab dann wohl kaum.
denn im Auslauf, das waren die letzten Minuten allein. Jens Weißflug als Goldmedaillengewinner ein Stück Sportgeschichte, damit ein Stück Allgemeingut. Jens Weißflug, Allemann. Mit weiteren großen Sprüngen. Aber auch mit weiteren Repräsentationspflichten. Dabei konnte man das leichte Unwohlsein in der Herumreichsszenerie schon verspüren. Aber wie geht's denen, für die sich keiner interessiert? Dieter Thoma als 15. konnte nur bewundernd die Goldsprünge des Jens Weißflug beobachten. Es gehört ganz einfach die ganze Mannschaft dazu, die heute super gekämpft hat. Und wir hatten uns Bronze vorgenommen. Und dass es jetzt so ein Ergebnis rauskommt, damit hätte wohl niemand gerechnet. Auf einmal war alles anders. Jens Weißflug der Wortführer, aber auf einmal waren alle Stars. Wir sind beim Mannschaftsspringen und beim ersten Deutschen, Hans-Jörg Jeckle. 117 im ersten Durchgang ließ der Schwarzwälder 124 Meter im zweiten folgen. Erst einen Tag vorher hatte er sich gegen Gerd Siegmund in der internen Qualifikation durchgesetzt. Heute bin ich eigentlich mit einem mulmigen Gefühl in den Wettkampf gegangen, weil der Sigi und ich, wir sind eigentlich gleich stark. Und für ihn ist das jetzt halt scheiße. Normal, der hat ja auch da draufstehen, ein Treppli. Und also ihn darf man nicht vergessen. Nicht ganz vergessen wollen wir auch ein Jahr zuvor das Debakel der Springermannschaft bei der WM. 11. Platz, vorletzter damals. Und jetzt der Kampf um die Medaillen. Christoph Duffner, der zweite Schwarzwälder, der zweite Mann. 119,5 Meter zuerst und dann ein leichter Absturz, nur 108 Meter. Also nach meinem Sprung wäre ich am liebsten da hinten, wäre am liebsten gewesen, wenn da ein richtig großes Tunnel wäre. Und dann wäre am liebsten ab, weil ich habe gleich gedacht, oh, jetzt habe ich es vermasselt und so. Aber es gehören alle dazu. Auch und gerade Dieter Thoma. Der ehemalige Skiflug-Weltmeister war Viertbester der gesamten Konkurrenz. Gerade der Hinterzartner profitierte von der Zusammenarbeit mit Bundestrainer Hess und flog für die Mannschaft 126 und 128,5 Meter weit. Irgendwie war ich heute gut drauf und so, und der Probedurchgang, der hat mir eigentlich dann schon bewiesen, dass ich es auch kann, dass ich auch weit springen kann. Und sonst bin ich halt nie so über die 120 rausgekommen. Und jetzt hat es mal geklappt und dann ist irgendwie die Knoten aufgegangen im Wettkampf auch. Noch gewaltiger allerdings bei den Herren Nishikata und Okabe. Die Japaner lagen nach dem ersten Durchgang 0,8 Punkte hinter dem DSV-Team, führten aber vor dem letzten Springer uneinholbar. Scheinbar uneinholbar. Ich schätze, für Gold wird es nicht reichen, aber ja. Der Jens hat noch einiges im Feuer. Der Jens. Mit 131 Metern schon weiten Primus beim ersten Sprung, setzte noch mal einen drauf. Bei verkürztem Anlauf egalisierte er seinen eigenen Schanzenrekord von 135,5 Metern. Tageshöchstweite und erneut bester Springer des Tages. Die anderen drei Herren waren dankbar über so viel Weite. Der Schussmann Japans, Masahiko Harada. Auch er schon Weltmeister. Auch er ein Mann mit Erfahrung. Und einem riesigen Vorsprung, genauer gesagt 54 Punkte. Das sind Skisprung-Welten. Aber Harada hielt dem Druck nicht stand. Sprang 25,5 Meter kürzer als im ersten Durchgang. Damit war das Skisprungmärchen in Lillehammer um ein total überraschendes Goldkapitel erweitert. Ich glaube überhaupt, dass heute der größte Tag für Deutschlands Skispringen ist. Und also ich war unwahrscheinlich aufgeregt vor den beiden Durchgängen. Habe eigentlich gedacht, hoffentlich versagst du jetzt nicht in der Mannschaft. Und das würde dann so aussehen, als wenn ich bloß für mich kämpfen würde. Aber es hat unwahrscheinlich toll geklappt bei allen. Ich war mir sicher, dass Jens nach einem Tag Ruhe neu zur Sache übergeht. Und er wusste auch, dass er die tragende Last hatte für die Mannschaft. Ich brauche das nicht noch mal hervorheben. Das ist eigentlich schon fast zur Selbstverständlichkeit geworden. Aber ich muss wirklich mal den Dieter Thoma hervorheben, der heute einen entscheidenden Anteil hat an der Goldmedaille. Das muss ich sagen. Jener Dieter Thoma,
der beim Springen auf der kleinen Schanze den Schlusspunkt setzte mit 102,5 Metern, Schanzenrekord, und völligem Unverständnis für die niedrige Benotungen. Jens Weißflog mit persönlicher Betreuung von Ehefrau Nicola mittlerweile und mit kürzeren Sätzen. Insgesamt ein halber Punkt fehlte ihm zu Thomas. Happy End hingegen für die Norweger. Doppelsieg für sie, für Ottesen und Goldspringer Bredesen. Jens Weißflog wurde zum Abschluss Vierter. Mein, was soll's? Zwei Gold hat hier keiner gemacht und du kannst schon zufrieden sein. Außerdem Bronzemedaille für Thomas. Bei drei Wettbewerben drei Medaillen, fürwahr große Sprünge der Springer. Wenn man eine Gold- und eine Bronzemedaille nicht feiern kann, dann weiß ich auch nicht mehr. Die Gegnerin Hashimoto mit einer Bestzeit von 4,23 und natürlich die Weltrekordhalterin Unternehmer mit 4,10,80. Eigentlich war alles klar auf der 3000-Meter-Strecke. Wer sollte Gunter Niemann das Gold wegschnappen? Ja, und so kennt man sie, diese großen, weiten Schritte, die Raum schaffen. Sehen Sie, wie sie auf der Gegengerade an der Japanerin vorbeigeht. Und um Gottes Willen, da passiert das, vor dem wir alle Angst hatten. Es darf alles passieren, nur kein Sturz. Der Sturz und die bitteren Momente danach auf dem Eis. In der Pressekonferenz. Noch ein paar Fragen. Die Erfurterin, haushohe Favoritin über 3000 Meter, geriet auf der Innenbahn an die Markierung. Riss die Japanerin Hashimoto mit um. Danach Fragen, warum es passierte, ob sie zu viel riskiert hatte. Das ist Wettkampf, das ist Eisschnelllauf. Das gehört zum Sport und ich glaube, jeder Sportler muss ganz einfach selber damit fertig werden. Nach dem Sturz die Sorge um die Konkurrentin. Aber dann, Trainerin Gabi Fuß wusste, was laut Reglement zu tun war. Um den zweiten deutschen Startplatz über 5000 Meter nicht zu gefährden, lief Gunter Niemann weiter. Ein Spießrutenlauf bis zum bitteren Ende. Die Freunde von zu Hause versteinert. Die Journalie wissbegierig. Das Gefühl kurz und knapp. Beschissen. Ja. Eine andere sprang in die Bresche. Claudia Pechstein lief mit früher Startnummer auf Rang 3. Gar nicht so schlecht gewesen, da ich eben vorher keine utopischen Zeiten, für mich utopische Zeiten gesehen habe und so eben, glaube ich, lockerer laufen konnte, bevor ich eben eine Zeit sehe, 4:15 oder so und oh, die musste schaffen. Ich denke mal, dass man so locker laufen kann. Und schon war eine Nachfolgerin inszeniert. Eine, die sich so richtig schön freuen konnte. Troisième et Medaille de Bronze. Claudia Pechstein, Tisla, Germany. Vier Tage später die 1500 Meter Distanz. Gunter Niemann, nicht unbedingt Goldfavoritin, wirkte nervös und verkrampft. Schon der Start gegen die Russin Baschanova schwach. Unsicher wirkte sie auf den ersten 300 Metern. Die Angst fuhr mit. Ich habe schon versucht, von der Einstellung her gut zu laufen, aber ich glaube, dieser Sturz, den ich hatte über 3000, auch wenn ich es danach nicht so gesagt habe, es fiel mir schon wahnsinnig schwer. Ich hatte Angst, nochmal zu stürzen. Immerhin holte sie sich über die 1500 Meter noch die Bronzemedaille. Freude wollte sich nicht einstellen. Nicht im Ziel. Und nicht bei der Siegerehrung. Und so wurde es tränenreich auf dem Podest. Siegerin Emesche Hunyadi und die österreichische Hymne.
Tränen der Freude, aber auch der Enttäuschung dicht nebeneinander. Glückwünsche dann wieder 4 Tage später von Trainer Joachim Franke und Gunda Niemann wieder für Claudia Pechstein. Vorbei die 5000 Meter, die letzte Chance für Niemann, doch noch das ersehnte Gold zu holen. Claudia Pechstein, die Frau auf Überraschungen, wollte nur persönliche Bestzeit laufen. Aber als sie diese um sage und schreibe 19 Sekunden unterbot, schockte sie vor allem Gunda Niemann, die mit Silber fast versteinerte. Claudia Pechsteins Gold haute dagegen sogar ihren Trainer um. Mitten auf der Bahn. Naja, gut, das gehört mit dazu. Und wir waren erstmal beide nicht in der Lage, einer den anderen aufzurichten. Und jetzt können wir es aber, denke ich. Und so gab es wieder eine Siegerehrung mit Freud und Leid dicht dahinter. In der Eisröhre von Hundertpfosten trafen zwei unterschiedliche Philosophien aufeinander, der Bob- und der Rennrodelsport. Dennoch verbindet beide der Kampf auf Kufen um jede tausendstel Sekunde. Rennrodler Georg Hackl blies als erster erfolgreich zur Jagd nach Gold. Total frisch. Der nervenstarke Harald Tschudai gewann im Viererbob die letzte der 9 Goldmedaillen für die deutsche Mannschaft. Beim goldenen Auftakt griff Rennrodler Georg Hackl in die Trickkiste und startete zum ersten Mal mit einem dunklen Visier. Ich habe es im Training gar nicht probiert gehabt und jetzt ist mir schon ein bisschen die Düse gegangen, wenn ich es im Rennen aufhucken muss. Aber ich muss echt sagen, das ist positiv. Also das ist dermaßen angenehm, das dunkle Visier, vielleicht für die Zuschauer weniger, weil du schaust aus wie beim Krieg der Sterne, aber für den Fahrer ist es schon gut. Als Vorletzter suchte Georg Hackl im vierten Lauf die Goldspur, da er die Führung nach 2 kleinen Fehlern im 3. Durchgang an Markus Brock abgegeben hatte. Hackls Rückstand auf den Österreicher betrug 48.000stel Sekunden. Laufbestzeit erzielte zuvor Armin Zöckeler aus Italien, der am Ende Bronze gewann. Hackl war langsamer, aber im Gesamtklassement lag der Berchtesgadener vorne. Gedanken zum Zieleinlauf. Das ist eine gewaltige Sache, wenn man da einen Auslauf dann so auffährt und weiß, dass man es geschafft hat, weiß, dass man den Wettkampf ja nach seinen besten Möglichkeiten erfolgreich beendet hat und dann nur noch zu warten braucht, ob jetzt der andere noch schneller fährt oder nicht. Das ist eigentlich schon ein gutes Gefühl, wenn es irgendwo die paar Sekunden zwischen Passieren des Ziels und zwischen Obersteigen vom Schlitten, weil da geht's dann, geht der Rummel wieder los. Da reißen sie den dann sowieso auseinander im Ziel. Vor allem als Markus Brock mit einer langsameren Zeit ins Ziel fuhr und Georg Hackl erneut nach den Olympischen Spielen von Albertville 1992 Goldmedaillengewinner wurde und zum erfolgreichsten deutschen Rennrodler aufstieg. Georg Hackl feierte als Erster. Als Letzter Harald Tschudai im Viererbob. Für ihre Nervenstärke wurden der Pilot und seine Crew am Ende der Olympischen Spiele mit Gold belohnt. Bronze und damit die 4. Medaille bei Olympia sicherten sich Wolfgang Hoppe und seine Mannschaft aus Oberhof. Damit ist Hoppe der erfolgreichste Pilot aller Zeiten. Alles in allem, nach den Ergebnissen im Training, muss ich sagen, haben wir uns reingesteigert. Es hätte vielleicht besser sein können, wenn man alles nochmal realisiert oder analysiert. Aber das ist schon
mehr als Zufriedenheit. Beim vierten Spiel in viermal unseren Medaillengewinnern. Schon nicht schlecht. Harald Tschudai lag nach drei Läufen mit 900stel Sekunden vor dem Schweizer Gustav Wieder. Aber nach einer langsameren Startzeit und einem Patzer schmolz der Vorsprung. Ja, der Vierte war sicherlich nicht der Beste. Da haben wir dann auf der Gerade noch touchiert. Bis dahin war es eigentlich wirklich gut. Waren dreieinhalb sehr gute. Der Letzte war nicht ganz optimal. Da dachte ich schon, oh Scheiße. Und habe mich ganz weit nach unten verkrochen in der Zielkurve, um vielleicht noch durch Blindfahren einen Hundertstel zu schinden. Und es hat gereicht, wir sind happy. Gold also für Harald Tschudai, Carsten Branasch, Olaf Hampel und Alexander Tschelich. Silber für Gustav Wieder, der im Zweierbob Olympiasieger wurde, und Bronze für Wolfgang Hoppe. Nach 5460 Metern trennte sie alle nur ein Wimpernschlag, ein Augenblick. Was? Ich glaube, jeder der Sportler, der überhaupt eine Medaille erreicht bei den Olympischen Spielen, ist irgendwo ein herausragender Sportler. Und es ist oft so, dass Seriengewinner von Medaillen sich da manchmal leichter tun, das zu schaffen, als wie einer, der vielleicht nur eine Bronze einmal schafft. Der hat vielleicht mehr von sich selbst abverlangt, als wie ein anderer, der fünf Goldmedaillen gewinnt. Und so bleiben noch nach dieser Erkenntnis Martina Ertl aus Lenggries, Silbermedaille im Riesenslalom. Susi Erdmann, Silber im Rodeln. Anke Bayer aus Erfurt, Silber im Eisschnelllauf über 1000 Meter. Wolfgang Hoppe, Ulf Hilscher, René Hannemann und Carsten Embach. Bronze im Viererbob. Stefan Krause, Jan Behrendt, Bronze im Doppelsitzer. Franziska Schenk aus Erfurt, Bronze über die 500 Meter Distanz im Eisschnelllauf. Und alle hatten sie Grund zum Jubeln. Dream by the hand to wonderland.
the future, you know you can win. Go for the gold that you carry within. Go where wishes come true. I'll go with you. Climb the mountains, show me your heaven. Lend me your hand if I go astray. Life is magic when we're together. Close to you is where I will stay. Cheer me again. You're my force when I fight this game of life. Climb the mountains, show me your heaven. Lend me your hand if I go astray. Life is magic when we're together. Close to you is where I will stay. Together, close to you.